Hey Leute, Crimex hier, was geht euch, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu StumbleGuys, Leute, nach einem Jahr. Ja, ihr habt richtig gehört, Leute, wir sind heute mal nach einem Jahr wieder back in StumbleGuys, Leute. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe richtig reingefällt, weil ich habe das Video gerade eben schon mal aufgenommen und die Datei hat irgendwie eine total schlechte Qualität, Leute. Deswegen werde ich das Video jetzt hier nochmal aufnehmen und deswegen nicht wundern, ich habe mir hier gerade schon diesen Diamant-Boxer-Skin hier gekauft. Übelst krass, es gibt jetzt hier Diamant-Skins, viele neue Sachen. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert, wenn ihr wieder öfter StumbleGuys sehen wollt. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt hier mal direkt rein. Ich habe mir auch gerade schon den Stumble Pass gekauft, Freunde. Das Ding ist, Leute, es gibt jetzt nämlich hier so krasse mythische Skins. Das gab es hier die ganze Zeit auch nicht. Das ist eine komplett neue Kategorie, habe ich gerade eben schon entdeckt, Leute. Und dafür braucht man aber hier diese Tokens. Wisst ihr was? Wir kaufen uns das jetzt einfach mal durch. So, zack, einmal alles schön durchkaufen. Zack, zack, zack. Leute, wie gesagt, lasst jetzt hier mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr wieder mehr Bock auf StumbleGuys habt, weil irgendwie, ich sage euch ehrlich, das Game hat sich krass entwickelt. So, warte mal, wir holen uns das mal hier direkt alles. Boah, was gibt's denn hier für neue Emotes und sowas? Let's go, let's go. Hier einmal alles einpacken. Super Tokens. Man braucht jetzt hier diese Super Tokens, um die mythischen Skins freizuschalten. Alter, ultra geil, Leute. Oh mein Gott, hier noch ein neuer Skin. Kuss, Kuss, Kuss geht raus. So, sehr gut, Freunde. Zack, zack, zack. Haben wir jetzt hier mittlerweile genug Tokens? Warte mal, wir kaufen das hier mal auch nochmal einmal hier. Zack, die Tokens mitnehmen. Okay, warte mal, weil, Leute, ich habe nämlich eine krasse Sache entdeckt. Und zwar hier bei den ganzen Skins, also erstmal der Skin hier, Special Skin, komplett Diamant Iced Out, der ist übelst krass, den habe ich gerade für 30 Euro gekauft, Leute, macht das nicht nach, ich habe hier gerade schon wieder geisteskrank viel Geld ausgegeben, das sieht ihr jetzt hier mal eingeblendet, da haben wir hier schon ordentlich Sachen gezogen und so weiter gerade eben, aber nichtsdestotrotz, Leute, wir machen das Ganze jetzt hier nochmal in guter Qualität, so, jetzt muss ich hier nur gerade mal schauen, wo sind hier die mythischen Skins, genau den hier, der ist aber noch gesperrt, der ist noch gesperrt, Leute, wir brauchen nämlich hier irgendwie mehr von diesen Punkten. Aber so ganz checke ich das hier noch nicht mit den Punkten. Wie kann ich die denn freischalten? Ich glaube, da muss ich mir den ganzen Stumble Pass freischalten. Kann das sein? Hä, ich habe doch hier diese Tokens. Ich habe doch jetzt hier schon voll viele von diesen Tokens. Ich glaube, ich muss den ganz durchkaufen. Oh mein Gott, Leute. Wir müssen den hier einmal ganz durchkaufen. Wir machen das jetzt mal. Boah, wir schalten uns hier den neuen mythischen Skin frei. Let's go, Leute. Boah, ich hab's aber wirklich, ich sage euch ehrlich, ich hab's vermisst. Ich finde auch, StumbleGuys hat sich krass entwickelt. Hier voll viele neue Skins, neue Emotes, neue Maps, neue Spielmodis. Das hat gar nichts mehr mit dem alten StumbleGuys zu tun, was wir da immer gespielt haben. So, super Token, nochmal holen. Oh mein Gott, Leute, wir holen uns jetzt hier mal kurz alles. Hä, was ist das denn? Oh, Anti-Dash, was ist das denn für ein krasser Skin, Leute? Oh mein Gott. Die müssen wir natürlich auch alle einlösen, die Sachen. Wo jetzt hier, komm, weiter, weiter. Ich habe hier nicht den ganzen Tag Zeit. Zack. Oh mein Gott, Leute, der Skin sieht ja überkrass aus hier. Alter. Okay, aber dafür brauchen wir auf jeden Fall hier noch ein bisschen was, weitere Punkte. Mythisch, einfach eine komplett neue Kategorie, Leute. So, okay, das ist krass. So, zack, zack. Boah, Junge, was ist das denn hier? Das ist so ein bisschen auf Mario Kart, ein bisschen auf Bowser hier angelehnt. Yo, hä, fährt der einfach in einem Auto? Okay, den müssen wir eigentlich auch mal testen. Lol, oh mein Gott, was für, ey, wie viele neue Sachen es hier gibt. Geisteskrank, Freunde. Geisteskrank. Oh, hier Glücksrad, Leute, das Glücksrad ist natürlich auch wieder back. Woo, okay, 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 was kriegen wir? Aber ich glaube, hier bei dem epischen Glücksrad, ich glaube, hier haben wir wirklich schon absolut jeden Skin. Wir hatten ja damals, bevor die neuen Skins gekommen sind, natürlich Duplikat, Leute. Wir hatten ja wirklich damals jeden Skin gehabt in StumbleGuys. Oder ich glaube, einer oder zwei haben nur gefehlt. Boah, alter Junge, auch nochmal ein mythischer Skin, Alter. Wie krass ist das denn? Übrigens, Leute, ich habe leider ein bisschen Halsschmerzen. Ich bin ein bisschen erkältet nach der Gamescom. Also, falls ich ein bisschen mich anders anhöre oder vielleicht ein bisschen weniger schrei als sonst, dann nimmt mir das nicht übel. Boah. Hier nochmal ein legendärer Skin, okay. Jetzt ist nur die Frage... Alter, der Typ sitzt einfach wirklich in seinem Kart drin, ne? Der Typ sitzt hier wirklich in seinem Kart drin. Jetzt die Frage, sollen wir mit dem Diamant-Boxer-Skin, der 30 Euro gekostet hat, spielen? Oder hier mal mit diesem Typen, der im Auto sitzt? Das könnte ich mir eigentlich lustig vorstellen, wenn er da in seinem Auto sitzt. Vielleicht sind wir da ja schneller als alle anderen. Aber wir haben noch keinen mythischen Skin freigeschalten. Also wir haben die zwar irgendwie, aber da brauchen wir noch die Punkte dafür. Der ist gesperrt. Wie können wir... Hä? Wie kann man die denn freischalten, Leute? Wie bekommt man denn die Punkte dafür? Checkt ihr das? So, dann können wir hier noch Missionen einsammeln oder abschließen. Leute, das ist auch neu bei StumbleGuys. Das gab es früher auch nicht. Yeah, Belohnung holen. Let's go. Dankeschön. Okay, bevor wir auf jeden Fall jetzt wieder das Glücksrad spinnen, Freunde, würde ich sagen, warte mal, nämlich einmal hier im Shop, das habe ich gerade eben schon einmal entdeckt. Es gibt jetzt hier nämlich so übelst krasse neue Glücksräder. Einmal hier die normalen, die kennt ihr ja schon von damals. Damals gab es ja nur diese drei hier.
Und da haben wir jetzt ja jeden Skin. Dann gibt es ja immer das Medusa-Rad. Leute, da kann man irgendwie so eine mythische Medusa bekommen. Dann gibt es hier ein Rad, was umgerechnet 10 Euro kostet, einmal zu drehen. Also sehr, sehr krass. Und dann hier kann man diese Super-Tokens einlösen. Warte mal, das machen wir auch mal. Wie viel haben wir denn von den Super-Tokens? 850. Komm, wir drehen hier 10 Mal, lösen hier unsere Super-Tokens ein. Weil ich glaube, dadurch können wir die Skins dann freischalten. Ich glaube, Leute, genau. So, dadurch halten wir nämlich hier die Skins frei. Okay. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Komm, let's go. 115. 115 Punkte brauchen wir. Dann können wir den nämlich endlich mal spielen. Boah, okay, hier nochmal der Anti-Dash. Nochmal Anti-Dash. Okay, ja, schön freischalten. Schön freischalten, das Ding hier. Also mythische Skins sind hier ganz schwer zu kriegen. Ich merke schon. Oh, sehr gut, Leute. Der Boxerman. Der Boxerman. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Mal öfter das Glücksrad drehen, um wirklich die Skins freizuschalten. Okay, hier der Legendary. Let's go. Mann, ich will hier diesen, der sieht übelst krass aus, Leute. Aha. Und nochmal der Superheld. Der Ultra-Guy. Oh, ja, let's go. Hier nochmal der da. Den wollen wir freischalten unbedingt. Okay. Also gut, Leute. Wir haben hier nochmal ein paar Punkte gesammelt. Viel fehlt bei dem einen hier nicht mehr. Aber ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt erstmal in eine Runde rein und danach können wir noch ein paar Mal das Glücksrad drehen. Let's go. Wir spielen jetzt mal hier den Bowser-Skin, Leute. Wir spielen jetzt hier mal den Bowser-Skin. Oh, was? Space Drop, Fall nicht. Direkt als erste Map, Leute, das ist irgendwie eine neue. Das kenne ich noch nicht. Das erinnert mich an dieses Honeycamp oder wie das da heißt. Oh oh, oh oh. Okay, wir. Hey Leute, das wie. Hä? Wie komisch ist das? Wie komisch ist das? Oh oh, oh oh, oh oh. Oh. Oh nein, 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 nein. Wir sind ordentlich runtergefallen. Nein, 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 nein. Okay, 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 alles ist gut. Alles ist gut, Freunde. Wir dürfen hier nur nicht direkt so schnell runterfallen. Okay, okay, 14 sind raus. Komm, wir haben es fast, wir haben es fast. Ja, let's go, wir sind weiter. Alter, das ist einfach ein neues Spiel gewesen. Wie cool ist das denn? Okay, hier die Skins, Leute, auch alle ganz crazy. Komplett neue Skins. Da war, oh, habt ihr das gesehen? Da war so ein Galaxy-Skin sogar gewesen. Oha, Leute. Einfach Galaxy-Skin. Oh, oh, okay. Titanfall hier als zweite Map. Let's go, Freunde. Titanfall. Hier, ihr kennt ja, ihr kennt mich ja, Freunde. Ihr kennt ja, ihr kennt mich ja. Hier mache ich ja immer Trick 17. Ich lasse hier immer erstmal so ein bisschen die anderen vorlaufen. So, genau. Erkundet mal schön. Geht mal ein bisschen schön für mich erkunden. 8 Leute können nur weiter. So, oha, 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 Bro. Hat der Hacks? Bro, der Typ hackt doch, Alter. Und absaven, Leute. Let's go. Wir sind weiter. Ich sage euch ehrlich, bei dem Spiel immer so ein bisschen die anderen vorrennen lassen. Auf entspannt. So, oh, und jetzt sind wir auch schon wieder im Finale. Hä, Leute, hier, nach einem Jahr Stumbleguys, direkt Finale, Comeback hier. Oh, 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 Leute, das ist ja ein komplett neues Game. Was ist das denn? Abduction Avenue. Oh, meine Gott, Leute. Ey, Bro, wenn ich das hier gewinne, Leute, niemals. Und okay. Okay, okay, UFOs, okay, Leute. Also, ich bin hier komplett verloren. Alter, ich habe das auch noch nie gespielt hier, die Map. Ja, das ist halt ein bisschen, ich mag den Skin nicht so, weil man aus dem Auto immer so springt, Leute. Das ist irgendwie nicht so gut. Okay, hier muss man den UFOs ausweichen. Boah, niemals gewinne ich das hier, niemals. Niemals. Aber gut, Leute, das ist ja auch, wie gesagt, das erste Mal, dass ich diese Map hier spiele. Ich sehe hier gar nicht durch. Boah, das geht aber lang. Das ist hier ein richtig langer Parcours. Oh, nein, 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 nicht UFO. Ah, mach nicht diesen UFO. Mach nicht diesen, Bro. Ist aber schon krass. Man muss hier diesen UFOs ausweichen. Jetzt sind ja auch noch Laserstrahlen. Oh, okay. Und ist vorbei. Erste Runde vorbei. Aber alles gut, Leute. Alles gut. Ich bin trotzdem zufrieden. Erste Runde, direkt Finale. Wir holen uns auf jeden Fall noch einen Win, Freunde. Aber jetzt gehen wir erst nochmal schön hier in den Shop rein. So, weil hier gibt es natürlich einige Sachen. Wir holen uns jetzt erstmal nochmal dieses Medusa-Rad. Wir drehen das jetzt hier 10 Mal. Und ja, mit etwas Glück kriegen wir jetzt hier nämlich den mythischen Medusa-Skin. Das wäre natürlich sehr krass. Hier Stumble-Token, okay. Einfach hier auf griechische Mythologie angelehnt. Artemis, okay. Okay, na gut, müssen wir auch noch freischalten.
Medusa-Rad. Das ist bestimmt auch limitiert. Das ist nicht immer da. Okay. Let's go. Oh ja, nochmal. Komm schon. Ey, nice. Wir haben den Skin freigeschalten. Abgeschlossen. Artemis freigeschalten. Geil. Sehr stark, Freunde. Okay, jetzt brauchen wir das nicht mehr. Aber naja, egal, Leute. Was soll's. Duplikat. Die Duplikatbank. Okay. Kriegen wir auf die Duplikatbank eingezahlt. Weiter geht's. Oh, komm, ey, Bro, wenn wir diesen epischen Was? Ey, Bro, ich sag's gerade. Wir haben einfach gerade den mythischen Medusa-Skin gezogen. Wie random, Leute. Wie krass ist das denn? Alter, okay, das ist krass. Jetzt ist die Frage, ist der jetzt schon freigeschaltet oder brauchen wir erst noch hier diese Coins? Das ist jetzt die Frage. Oder müssen wir da erst noch trotzdem diese Dinger bekommen? Ja, komm, wir überspringen. Let's go, let's go. Ich will jetzt gucken, ob ich diesen mythischen Medusa-Skin hier benutzen kann. Oh, einfach mit mythischen Skins spielen. Das ist natürlich schon krass. Boah, ich glaube, wir haben den jetzt freigeschalten. Ich glaube, das ist unser erster mythischer Skin. Leute, das ist unser erster mythischer Skin. Dann können wir hier nochmal schön Belohnungen einsammeln. Alter, hier gibt es so Missionen jetzt auch. Mythisch? Boah, lol. Oh mein Gott, let's go. Medusa ist hier unser erster mythischer Skin. Oh mein Gott. Ich sage aber ehrlich, ich habe gar nicht so Bock, den zu spielen. Ich habe viel mehr Bock, mit dem Diamantboxer zu spielen, den ich für 30 Euro nämlich in der Aufnahme davor gekauft habe. So, Alter, wie viele Special Skins es jetzt hier gibt. Früher gab es 4 Stück. Es gab den Piraten, den Drachen, den Ninja und den hier. Krass, Leute. Also StumbleGuys hat sich heftig entwickelt, Leute. Das muss man wirklich sagen. Ich habe gesehen, es gibt jetzt hier sogar einen Creator-Code. Leute, Creator-Code iCramix OG StumbleGuys. Gönnt mal einen Creator-Code. Ich habe leider noch keinen. Krass. Und ein kostenloses Glücksrad gibt es auch noch. Das können wir auch noch einmal drehen. Zockt ihr überhaupt noch StumbleGuys, Leute? Gibt es da draußen noch Leute, die StumbleGuys zocken? Das haben wir ja damals echt relativ häufig gezockt. Einfach voll das Comeback hier wieder. Okay, Leute, jetzt genug rumgequatscht. Jetzt werden wir uns erstmal schön einen Win holen, so wie sich das gehört. Boah, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber das hier wirklich mein neuer Lieblingsskin. Das sieht so krass aus. Einfach hier komplett der Boxer iced out, Leute. Iced out Kette, alles iced out. Komplett am Funkeln. Okay, was wird die erste Map, Leute? Was wird die erste Map? Oh! Nein. Was ist das denn hier? NFL Football. Hä, die kenne ich ja auch nicht. Ey, Leute, es kommen hier nur neue Spiele. Die kenne ich alle nicht. Ey, ich bin so ein Noob hier geworden. Oh mein Gott. Aber wir können jemanden umgrätschen. Hä? Ey, das sieht aber an sich aus wie diese eine andere Map. Ich glaube, das sind an sich nur andere Texturen. Das sind an sich nur andere Texturen, Leute. Das sieht eigentlich aus wie die andere Map. Oh mein Gott, wir müssen unter die ersten 16 kommen. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie die heißt. Oh, Cannon Climb oder irgendwie sowas. Leute, müssen jetzt unbedingt hier unter die ersten 16 kommen. Sonst war es das. Ich kann jetzt hier nicht in der ersten Runde rausfliegen. Ich kann jetzt hier auf jeden Fall nicht in der ersten Runde rausfliegen. Oh, das wäre... Und reingrätschen. Let's go. Oh mein Gott. Abgesaved. Okay, das war nur eine andere Texture, Leute. Das war also an sich... Die Map kennt man. Nur irgendwie so auf Football angelehnt. Alter. Ey, was gibt's hier mittlerweile alles für krasse Skins? Damals war das krasseste, wenn man Gold hatte. Jetzt gibt's hier so ein gratis Mr. Beast Skin in Gold. Und jetzt mittlerweile Diamant. Diamant ist das neue Gold. Ich sag's euch, Freunde. Ah, okay, die kennt man. Sharks. Okay, hier müssen wir ausweichen. 8 Leute kommen nur weiter. Ich muss aber ehrlich sagen, die Map habe ich noch nicht so oft in meinem Leben gespielt. Die kam... Ich habe die irgendwie nicht oft gespielt. Das war doch immer mit Kanonen. Jetzt werden hier Haie geschossen auf einmal. Hä? Der eine will hier... Nein, nein. Ey, Bro, ich bin so schlecht. Oh mein Gott, Leute, ich bin so schlecht. Ey, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das kann ich hier wirklich nicht auf mir sitzen lassen. Komm, wir gehen direkt wieder rein in die Runde. Oh mein Gott, das war ja so lost von mir gerade. Ich bin aber so überfordert hier gerade, weil alles so neu ist. Mann, ey. Leute, ich muss wieder öfter StumbleGuys spielen. Okay, komm jetzt. Bring mir ein paar Oldschool-Maps und ich komme safe in... Okay, nice. Leute, da sollten wir weiterkommen. Icy Heights. Also, wenn wir das nicht schaffen würden, dann wäre ich wirklich ein kompletter StumbleGuys-Noob. Das sollten wir schaffen. Und 3, 2, 1, let's go! Und erstmal schön hier runtersliden, Leute. Auf ganz entspannter Reno. So, easy game. Machen wir das hier. Bro, was will der mich hier die ganze Zeit umkrätschen? Was willst du, Junge? Ey, das sind aber auch wirklich alle hier Sweater geworden, ne? Ich bin ja hier wirklich StumbleGuys OG seit der ersten Stunde. Die sind hier alle krass geworden. So, zack, schnell abgesaved. Ja, also, gib mir eine klassische Map, die ich kenne und Leute, easy. Easy kommen wir hier weiter.
Oh, der wird's auch nicht mehr schaffen. Du bist raus, Junge. Alter, hä? Warum hat der einen roten Namen, Leute? Aber ist trotzdem rausgeflogen. Hat dir auch nichts gebracht, der rote Name. Alter, okay. Floorflip kennt man auch noch. Ah, hier muss man immer... Ist ein bisschen... Floorflip, ich mag die Map hier nicht so. Ich mag die nicht so, weil, Leute... Hey, gerade eben hatten wir nur neue Maps und jetzt irgendwie nur alte. Weil hier muss man halt irgendwie immer so ein bisschen... Ist so ein bisschen Glückssache, wie man durchkommt. Wenn du hier Pech hast, dann bist du irgendwo... wo man nicht gut durchkommt. Und jetzt gerade sieht es ja hier auch nicht so gut für uns aus. Nein! Ey, ich bin so dumm! Ich bin da in diese Lücke rein. Ey, nee. Bro. Ey, ich bin safe raus, Leute. Ich bin doch safe raus, Leute. Oh mein Gott, das ist jetzt eklig. Wer kommt jetzt hier weiter? Nein, er hat sich hochgesneakt, Mann. Der... Nein. Nein! Ey, Leute, das ist halt das Ding, ja. Wenn du da Pech hast, dann kommst du einfach nicht hoch. Ey, das kann... Leute, komm, eine Runde machen wir noch. Das kann ich hier nicht so auf mir sitzen lassen. Komm, rein da. Rein da, Leute. Leute, wir waren doch damals mal richtiger StumbleGuys-Profi gewesen. Ah, okay. Nochmal die NFL-Map, Leute. Auf entspannt. Die sollten wir machen. Aber sieht cool aus. Also von der Optik her sehr nice gemacht. Ey, was hat der denn da für ein Skin mit Zensurbalken? Hä? Leute, ich sehe hier gar nicht mehr durch. Oh, so, einmal schön... auf ganz clean. Oh, Leute, wir machen jetzt hier einen richtig clean Run. Guck mal hier mit. Wir werden hier kein einziges Mal getroffen. So, zack, hier einmal schnell durch. Zack, 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 zack. Boah. Ey, Leute, wie clean. Wie clean sind wir hier gerade unterwegs? So, jetzt hier einmal durch. Schön über außen gehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Bam. Ey, wir sind richtig weit. Alter, wie schnell waren wir jetzt? Ich glaube, wir sind sogar gerade als Erster ins Ziel. Das war echt ein perfekter Run. Das war ein perfekter Run, Freunde. Ey, die kuscheln hier rum. Ey, was gibt's denn hier alles für Skins, Leute? Ich sehe hier gar nicht mehr durch. Ich glaube, der Typ ist da nackt, Freunde. Weg mit dir. Okay, Leute, finale Map, oder? Nee, warte, das ist kein Finale jetzt. Nee, die zweite Map erst. Okay. Könnte jetzt schwierig werden. Wir müssen unter die besten 8 kommen. Okay, ganz entspannt. Wir machen locker. Auf Lock. Auf Lock, Freunde. Auf Lock. 3 sind raus. Nicht so weit fliegen. Ey, ich vergesse hier diese Gravitation, Leute. Man fliegt ja hier übelst weit. Was ist eigentlich hier mit diesem roten, wo der rote Punkt ist? Was bedeutet hier? Springt man hier hoch? Woo! Okay, das ist cool. Die boosten einen wieder nach oben. Okay, komm, noch einer. Ja! Okay, let's go. Finale. Let's go. Okay, jetzt das Finale. Ah, jetzt halt schwierig. Wenn da jetzt wieder eine neue Map kommt, dann haben wir schlechte Karten im Finale, sage ich euch ehrlich. Okay, Freunde. Das kann doch was werden. Klassiker, Laser Tracer. Aber ist auch hart. Laser Tracer ist hart. Können ja mal versuchen, einen wegzuboxen. Auf ganz ehrenlos. Bam! Einfach umgehauen. Oh, die machen hier ein bisschen den Unkorrekten. Ich sehe schon, manche sind hier am Rumkrätschen und so. Ey, ist noch keiner raus. Lol. Okay, jetzt ist einer raus. Ich muss auf diese Banane. Diese lilane Banane ist gefährlich. Der boxt hier immer. Da muss ich aufpassen. Ja, komm, der will hier den Boxer machen. Ne? Da muss man aufpassen. Aber ich bin auch Boxer. Okay, nice. Schöner Jump. Schön. Zwei sind erst raus. Oh mein Gott. Fokus, Leute. Fokus ist real. Der Fokus ist... Na! Ich bin wirklich absolut raus aus StumbleGuys. Ein Jahr lang nicht gespielt. Aber Freunde, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Wenn wir nächstes Mal nochmal versuchen sollen zu gewinnen, dann lasst mal ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Kleinwitz.